Kutscher. Go, Rufus Rumiam. Müssen wir wohl erstmal ins Zimmer rein. So. Wir nehmen uns die Kutter. Sehr gut. Gibt es hier noch was zu sehen, mitzunehmen? Schade. So, meine Kutter. Ich sollte endlich damit aufhören, mich ständig an die Spitze zwielichtiger Untergrundorganisationen zu schummeln. Das war schon mein guter Vorsatz zum neuen Jahr, als ich 12 war. Wir haben einige Textilstücke jetzt. Jetzt können wir doch bestimmt damit in die Wäscherei. Sehr gut. Unser Anführer ist da. Petra, trulala. Genau, hier bin ich nun. Möge die Party losgehen. Trägt er die Reliquien mit den 6 Insignien? Die was? Die Reliquien? Wartet mal, da muss ich selbst mal gucken. Was waren das noch gleich für Reliquien? Die heiligen Reliquien mit den 6 Insignien. Ja, das Coolste am ganzen Ritual sind die Reliquien mit den 6 Insignien. Solange sie keinen Knick kriegen. Denn falls du ein Relikt mal einen Knick kriegst, ist das ein Knick, ein Relikt, das... Komm ich jetzt doch kein Repart, oder wie? Ihr wollt also Reliquien. Bitte sehr, wenn es weiter nichts ist. Okay. Der ist ein bisschen, ja, okay, wir haben ja eine Reliquie, aber wir haben keine Haken mehr. Das könnte ein Problem sein. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Oh, es geht. Oh, Schande. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Waka, waka, waka. Das wird ein schlimmes Rätsel. Und wir haben hier noch eine Reliquie mit den 6 Insignien. Eines der Reliquien mit den 6 Insignien. Tja. Ja, es laufen immer noch nicht alle Stationen. Möge die Waschung beginnen. Was? Hey! Ich muss es irgendwie schaffen, gleichzeitig mit Cletus Kostüm aus der Maschine zu kommen. Wo kommt denn jetzt Cletus Kostüm her? Bevor ich anfange einzulaufen. Wähle die Reliquie. Cletus Kostüm. Ah, okay, die haben jetzt... Ach du Schande. Ich kann es darüber springen, aber... Cletus Kostüm. Man muss gleichzeitig mit dieses Kostüm rauskommen. Ja, verständlich. Cletus Kostüm ist jetzt dort drüben. Und du bist schon ein zweiter. Na toll. Habe ich auch nicht gedacht, dass das beim ersten Mal funktioniert. Handtuch. Wähle die Reliquie. Okay. Das vielleicht. Diese Bulle zeigen irgendwie ein bisschen was an. Ich bin bestimmt sowas von falsch. Aha, da bin ich wieder, aber Cletus-Klamotten sind hier. Ja, toll. Anleitung.
einen sauberen Künstler wie Rufus weiß, wie man im Waschsalon so richtig auf die Trommel haut. Die Symbole auf den Pflegehinweisschildern informieren, zu dem in welcher Maschine die Kleidungsstücke halt machen. Da sich zurzeit immer nur ein Wäschestück in einer Station befinden kann, lassen sich famose Kettenreaktionen verursachen, an deren Ende Rufus hoffentlich gleichzeitig mit Titus Kostüm an der Wäscheausgabe landet. Und das möglichst ohne ein Schneidertrauma davon zu tragen. Okay. Soweit so unklar. Und nun? Jetzt haben wir alle Kleidung drin. Was können wir jetzt machen? Rufus. Rein mit Rufus. Da ist schon das Schleudertrauma. Okay. Kletus umhangt es draußen. Wähle die Reliquie. Jetzt den Kletus? Nee. Dann ist da wieder eins hinter dem. Der muss eins vorher wahrscheinlich, oder? Eins vor Rufus. Okay, die haben Hinweise, die Sachen. Wähle die Reliquie. Der bleibt bei dem stehen. Und bei dem stehen und bei dem stehen. Der bleibt, die Klamotten bleiben nur bei der zentralen grünen Waschmaschine stehen und dort hinten. Das heißt, Rufus müsste jetzt hier drum sein. Das heißt, der kommt jetzt sofort. Kletus Kostüm. Müsste jetzt eigentlich genau gleichzeitig sein. Wenn ich mich nicht irre. Müssen jetzt gleichzeitig in der Maschine sein. Nee, sind sie nicht. Da drüben ist das Kletus Kostüm. Verdammt. Stopp! Das Geisterkostüm. Tja. Das Kletus-Kostüm ist jetzt hier. Alles andere ist draußen. Kopfkissen, der Kopfkissenbezug landet da und da, wenn ich das richtig gesehen habe. Die machen alle dort Stopp. Ist doch Blödsinn hier. Es gibt mir gar keinen Hinweis. Jetzt steht das Kostüm hier. Da kommt dieses Kostüm. Aha. Jetzt muss ich rein. Nee, muss ich leider nicht. Wähle die Reliquie. Try and error. Die Klamotten sind immer noch hinter mir. Jetzt ist es in der Kammer. Fleischkammer. Ich bin eine Kammer weiter. Also Rufus ist eine Kammer weiter. Wähle die Reliquie. Verändert sich an den Leuchten dort irgendwas? Ansonsten haben die alle hier Gleiches.
Also jetzt ist Rufus dort beim Kreis mit den zwei Löchern und der Anzug in der, ja, in der Badewanne. Puh. Wähle die Reliquie. Ich hab keine Ahnung. Wähle die Reliquie. Ich bin massiv überfragt. Ich bin ja komplett. Und wer niemals mit Kitas Kostüm gleichzeitig kommen. Das wird nichts. Oder jetzt? Nee. Jetzt müssen wir wieder rein. Armer Rufus. Das bringt doch alles nichts. Rufus. Das ist die Reliquie. Ich blick das nicht. Ich blick das absolut nicht. Ja, Peters Klamotten sind bei den beiden, bei den zwei Stationen. Alle anderen haben gemeinsam, dass die die oberen Dreier benutzen. Ja, ich muss alle Sechse durchfahren. Das ist... Ich muss hier 1, 2, 3, 4, 5, 6... muss hier komplett... komplett durch die Mangel. Das hat jetzt wieder was mit Zahlen zu tun, da bin ich komplett raus. Ja. Das ist das Kissen. Das bin ich. Das ist das Laken. Kann ich das irgendwie rückgängig machen? Da habe ich irgendwo einen rückgängig Knopf. Wähle die Reliquie. Das kriege ich doch niemals hin. Wähle die Reliquie. Jetzt hängt das Kopfkissen und Kletes Klamotten oben. Slaken ist in der ersten Station. Das Handtuch in der zweiten. Der Rufus in der dritten. Okay. Den Rufus müssen wir erstmal wieder herausbekommen. Jetzt sind die sechs Reliquien drin. Jetzt sind sie alle drin. Und Rufus kommt gleich wieder raus. Stop! Okay. Jetzt bin ich wieder draußen. Ist das Laken wieder draußen? Jetzt ist das... Ah, okay. So, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ach du Schande, die gehen alle drei durch dieselben. Glietes Mantel hängt jetzt hier drin. Das Handtuch. Das Laken.
der Rufus. Wähle die Reliquie. Das Kissen. Ich blick's nicht. Okay, jetzt hängt der... Wähle die Reliquie. Verdammt. Jetzt hängt das Handtuch und Dietes draußen. Dietes Klamotten. Ich muss neben dem Anzug hängen. Oder? Nee, ich muss gleichzeitig mit rauskommen. Die Reliquie. Und ich versuch's mal gerade. Einfach das alles wieder reinschmeißen, dass ich dann rauskomme. Und der neben mir hängt. Vielleicht klappt das. Wähle die Verdammt. Reliquie. Jetzt muss ich Peters reinschicken. Satz mit X. Das war wohl nix. Okay, jetzt kommen die alle wieder zurück. Jetzt versuchen wir mal das Kissen zuerst reinzuschicken. Okay, das Kissen als erstes. Dann das Handtuch. Dann das Laken. Und zu guter Letzt ich. Okay, jetzt haben wir... Wähle die Reliquie. Jetzt bin ich selbst in der ersten Station. Das Laken ist in der zweiten Station. Das Handtuch steckt in der dritten Station. Gibt es Kutter und der Kopfkissenbezug hängen draußen. Ja, und nun? Ich blick's nicht mehr. Wenn ich jetzt das Kopfkissen reinschiebe, dann ist Rufus auf der zweiten. Ich kann noch niemals gleichzeitig mit dem Titus-Kostüm rauskommen. Jetzt muss ich eins wählen, das Kopfkissen oder das Klitis-Kostüm. Das Kissen. Die Reliquie. Ja, das Kissen. Nehmen wir das mal. Wähle die Reliquie. Gliedes Klamotten. Okay. Was passiert jetzt? Jetzt komme ich gleich wieder raus, oder? Stop! Das ist Naken dort. Diese Klamotten sind noch drin. Jetzt stopfe ich mich mal wieder rein. Jetzt bin ich allein mit diesen Klamotten. Wähle die Reliquie.
das Kissen. Wähle die Reliquie. Das Handtuch. Ich blick's nicht. Ist das Laken oder? Das müssen wir alles drin haben. Wähle die Reliquie. Ja, das Laken. Und nun? Kommen wir jetzt gleichzeitig raus, oder? Aha. Okay. Geht das Kostüm? Und dein Rufus? Oh. Errungenschaft freigeschaltet. Falscher Tag. So war das anstrengend. Ist es vorbei? Die Waschung ist vollbracht. Yay. Ich hab's geschafft. Wie auch immer. Gott sei Dank. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Was? Was? Nein! Ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Kletis-Klamotten ergattert. Wir haben Kletis-Klamotten. Und ich brauche jetzt eine dringend eine längere Aufnahmepause nach diesem Rätsel. Wir machen weiter in der nächsten Aufnahme. Bis gleich oder bis später. Ja, ich bin raus. Bis dann.